Steht auf jeden Fall regionaler Feiertag in Bayern. Ich bin in Bayern. Das heißt, der Mediamarkt macht heute gar nicht auf. Da darf ich rauf. Ich sehe jetzt schon, dass die Straße da richtig, richtig schön hochgeht. Da wird Wein angebaut. Vielleicht bekomme ich Gesellschaft heute Nacht. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe meinen Zeltplatz aufgegeben. Kaufland sei Dank haben wir eine neue Speicherkarte. Oh, war nochmal hart heute. Jo, moin, moin und herzlich willkommen zu Tag Nummer 7, Leute. Ja, knapp eine Woche, beziehungsweise eine Woche bin ich jetzt mit dem Rad unterwegs, beziehungsweise heute startet ja Tag 7 und ihr könnt sehen, wahrscheinlich im Hintergrund so die ganze Architektur, es hat sich mittlerweile komplett geändert, also es ist sehr, sehr viel Fachwerkhaus hier und es ist hügelig, bergig und es sieht halt einfach anders aus als bei uns im Norden. Heute habe ich knapp 90 Kilometer, so 87 Kilometer, die ich jetzt abradeln muss. Ich habe mal wieder sehr, sehr gut geschlafen in einem wunderschönen Garten mit ganz vielen netten Menschen um mich herum. Und ja, also mittlerweile muss ich sagen, ich kann One Night Tent wirklich auch jedem empfehlen. Benimmt euch da auf jeden Fall immer alle, damit diese Plattform ganz, ganz lange erhalten bleibt oder damit die Leute da nicht irgendwie abgeschreckt sind, sich da anzumelden und ihre Gärten zur Verfügung stellen, weil es ist echt eine super, super Sache, gerade hier in Deutschland, wo dieses Wildcampen einfach verboten ist. Ich darf jetzt aber gar nicht mehr so viel schnacken, weil ich sehe, ich habe nur noch 11 Minuten Aufnahmezeit, also ich muss jetzt erstmal in irgendeine Stadt fahren, mir einen Kaffee holen und eine neue Speicherkarte, weil meine Speicherkarte halt einfach voll ist. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir fahren direkt los. Hinter mir, da könnt ihr es wahrscheinlich sehen, da wollte ich mir jetzt gerade die Speicherkarte ziehen, aber wir sind zu früh. Dementsprechend nutze ich jetzt die letzten Minuten meiner GoPro oder dieser Speicherkarte und fahre hier nochmal rüber in die Altstadt. Nachdem ich also herausgefunden hatte, dass ich viel zu früh vorm Elektrofachmarkt stand, habe ich also die Zeit genutzt, um in die Innenstadt zu fahren, um mir dort ein paar Snacks zu besorgen. Bad Neustadt hat mich wirklich abgeholt und ich habe mir wieder einmal gedacht, wie schön können eigentlich Städte sein. Ey, what the fuck, Leute, what the fuck. Ich bin zurück zum Mediamarkt gefahren und ich wundere mich, warum hier die Türen nicht aufgehen. Und vorgestern, hat man im Laden zu jemandem gesagt, ja, dir einen schönen Feiertag. Und ich denke mir so, hä? Ja, und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man das so auf meinem Handy erkennen kann. Steht auf jeden Fall regionaler Feiertag in Bayern. Ich bin in Bayern. Das heißt, der Mediamarkt macht heute gar nicht auf. Jetzt ist wirklich die Frage, wo kriege ich eine Speicherkarte her. Nachdem mir also bewusst wurde, dass ich heute keine Speicherkarte bekommen würde, setzte ich also meine Reise fort. Zunächst einmal ging es in die kleine Stadt Münnerstadt, die ebenfalls durch ihre Fachwerkhäuser und ihre architektonischen Bauten nur so zum Schlendern einlädt. Nicht nur die Stadt hat mich beeindruckt, sondern vor allen Dingen die Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena ist wirklich imposant gewesen. Leider hatte ich gar nicht so viel Zeit im Schlepptau, um mir die Kirche von innen anzuschauen und somit blieb mir nichts anderes übrig, als erneut Berge zu erklimmen. Auf der GoPro überhaupt nicht zu erkennen, aber da hinten diese Bergkuppe da oder Hügelkuppe, da darf ich rauf. Ich sehe jetzt schon, dass die Straße da richtig, richtig schön hochgeht. Naja, wollen wir da mal hin. Der Kampf mit den Bergen war gewonnen und es ging wieder in die Tiefebene.
Und hier sollte überraschenderweise einfach mal der Main auf mich warten. Allzu lange musste ich auch gar nicht warten und schon sollte mich eine kleine Fähre abholen. Bei der Routenplanung zu Hause war es mir gar nicht bewusst, dass wirklich meine Route über den Main verläuft und ich mit einer Fähre übersetzen würde. Auch wenn die Überfahrt nicht wirklich viel Zeit in Anspruch nahm, so genoss ich dennoch die Überfahrt. Jo, scheinbar sind wir schon echt weit im Süden. Weil ich weiß nicht, ob ihr das hinter mir erkennen könnt. Da wird Wein angebaut. Sind also weit im Süden. Die ersten Weinberge hatte ich also auch erreicht und zum späten Nachmittag erreichte ich dann auch schon mein Campground. Wir haben ihn erreicht, den Place to Be. Ob ich damit so zufrieden bin, ich weiß es nicht. Zeige ihn euch mal. Eigentlich sieht er ja ganz okay aus. Ja, also ich habe mich jetzt hier unter einen, was ist denn das? Glaube ich, Apfelbaum geschmissen hier mit meinem Zelt. Und zwar befindet sich dieser Platz, das kann ich ruhig quasi alles so spoilern, sozusagen auf so einem Grünstreifen zwischen Kleingärten. Ist, würde ich sagen, auch per se erstmal gar nicht so schlimm, stört mich gar nicht so, aber was mich ein bisschen stört ist, zeige ich euch hier vorne, könnt ihr vielleicht erkennen, da geht die Fuß- und Radweg quasi lang und ja, man ist also in einer unmittelbaren Nähe zu diesem Weg, also wo halt natürlich dann eben also auch Menschen laufen und der Mensch ist von Natur aus neugierig. Und ich habe keine Ahnung, ob er irgendwann mal Bock hat, zu meinem Camp zu kommen. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, auf jeden Fall aus dieser Richtung da hinten. Vielleicht könnt ihr es hören. Da ist ein Weinfest. Also es wird total cool konsumiert. Und ja, man weiß nicht, wo es die Jugendlichen heute Abend nach dem Weinfest hin verschlägt. Vielleicht bekomme ich Gesellschaft heute Nacht. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe nicht, aber ich bin gespannt, wie die Nacht wird. Sie wird sicherlich sehr aufregend. Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr hier bleiben? Würdet ihr hier pennen in so einer unmittelbaren Nähe zu den Menschen, zu so einem Fest? Oder hättet ihr gesagt, so nee, ich ziehe lieber einfach weiter. So, ich habe meinen Zeltplatz aufgegeben, den ich da über One Night Tent bekommen habe. Mein Akku ist so gut wie leer. Ich werde jetzt die Stadt verlassen. Werde mich morgen dazu äußern, dann schmeiße ich noch einen Akku rein, da kann ich mehr erzählen. Aber jetzt will ich mich erstmal um meinen neuen Schlafplatz kümmern. Das war er also, Tag Nummer 7 und dementsprechend bin ich nun schon seit einer Woche auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Es ist wirklich erstaunlich, wie ein einfaches Fahrrad die Welt in einem neuen Licht erscheinen lässt. Wirklich schön sind auf jeden Fall die kleineren Ortschaften und auch die Städte, die sich architektonisch deutlich zu unseren Städten im Norden unterscheiden. An sich lief alles glatt auf der heutigen Etappe, wäre da nicht der Zwischenfall mit der Nacht noch gewesen. Jo, moin moin und herzlich willkommen zu Tag Nummer 8. Wahnsinn, seit 8 Tagen jetzt auf dem Fahrrad. Meine längste Radreise bisher und meine längste Soloreise bisher. Warum ich das aber jetzt aufzeichne ist, ich bin gestern ja noch abgehauen von meinem Platz und zwar versuche ich das mal im Schnelldurchlauf zu machen. Ihr konntet das ja in diesem Video sehen, dass ich recht nah an diesem Gehweg war,
und eher auf so einen Grünstreifen. Und hinter dem Baum, an dem ich gezeltet habe, dort war eine Kette mit einem Vorhängeschloss um den Baum gewickelt. So, und da hatte ich so mein Fahrrad dran gemacht. Dann bin ich abends halt nochmal so, das waren 50 Meter bis zu so einer öffentlichen Toilette gegangen. Dann bin ich da halt hingegangen und dann kam mir irgendwie so die Zweifel, dass ich ja eigentlich gar nichts über den Platz weiß. Ich habe weder mit irgendeinem Menschen gesprochen, der mir diesen Platz zugewiesen hat. Also bei One Night Tent ist es ja normalerweise so, du bist in irgendeinem Garten und du sprichst mit den Personen. Meine Erfahrung war bisher immer so, dass ich das immer persönlich getan habe, beziehungsweise beim ganz ersten Platz. Da war es aber offensichtlich, dass ich auch auf jeden Fall richtig bin. Und man hatte mir auch diese Koordinaten geschickt an dem Platz, wo ich gestern war. Aber es war dort einfach kein Mensch. So, und ich habe einfach nur gedacht, es könnte sich ja jeder eigentlich anmelden. So, und auch Leute, die halt Schmu betreiben, könnten sich ja genauso dort anmelden. So, und ich will gar nichts sagen, dass diese Menschen was Böses wollen. Also, dass sie einen verletzen oder irgendwie was in der Nacht oder so. Aber ich konnte mein Fahrrad ja quasi nur an diesem Baum, an dieser Kette anschließen. Sprich, man könnte also rein theoretisch, oder derjenige, der die Kette dort um diesen Baum gemacht hat, könnte in der Nacht also einfach dorthin kommen. Das waren so 20 Meter weg von meinem Zelt. Wenn dieser Mensch ganz leise ist und er weiß, dass Radfahrer kommen, die sind ja meistens den ganzen Tag gefahren. Das heißt, die schlafen relativ tief, in der Regel. So, er könnte ja rein theoretisch die Kette öffnen und hätte somit das Fahrrad. Und könnte somit ganz leise das Fahrrad halt wegschieben. Könnte gucken, vielleicht einen die ganze Zeit ein bisschen so beobachten und so. Ist vielleicht ein bisschen spooky, ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber bei mir war es einfach so, ich hasse es, mit Zweifel schlafen zu gehen. Weil dann habe ich eine richtig, richtig unruhige Nacht. Ja, und aufgrund dessen habe ich mich entschieden, den Platz zu verlassen gestern. Und bin jetzt quasi am Wildcampen gewesen. Sorry for that. Ja, ich weiß. Ist halt eigentlich nicht erlaubt. Ich wollte euch eigentlich noch den Camp hier zeigen mit dem Zelt. Das stand halt hier drauf. Da habe ich noch ein paar Sachen, die muss ich gleich noch ans Fahrrad düseln. Das Zelt stand halt hier. Und da vorne verläuft eine Straße oder ein Fahrtenweg. Und als ich hier so ein bisschen so am Wühlen war, habe ich gehört, so, okay, hier sind irgendwie Stimmen. Okay, also habe ich mich runtergeduckt und so. Ja, und dann lief da einfach das Militär lang und war am Marschieren. Und ich dachte mir nur so, okay, es ist definitiv Zeit aufzubrechen. Und in dem Sinne nehme ich mir jetzt meine Sachen und verschwinde. Ja, was für ein Abend war das bitteschön gestern, beziehungsweise was für eine Aktion. Aber man muss sagen, es ist ja alles gut gegangen und ich konnte heute Morgen meinen Zeltplatz mehr oder weniger in aller Ruhe verlassen und fuhr zunächst erstmal hinunter zum Main, um an diesen in die nächstgrößere Stadt zu fahren. Kaufland sei Dank haben wir eine neue Speicherkarte und das ist jetzt gerade die erste Aufnahme auf der neuen Speicherkarte. Bei der Gelegenheit habe ich mir auch noch Picks schnell noch einmal Kettenöl geholt, weil aufgrund der Hitze ist die Kette doch ziemlich durch geworden. Das heißt, da gibt es jetzt noch mal ein paar Spritzer Öl auf die Kette. Kaufland sei Dank habe ich all das bekommen, was ich brauchte. Neben der Speicherkarte wurde es aber auch jetzt wirklich Zeit, meine Kette mit frischem Öl zu benetzen. Nach dem Service an meinem Fahrrad ging es zunächst in die Innenstadt bzw. in die Altstadt von Marktbreit hindurch durch das Maintor, bis es für mich wieder hieß, die Stadt zu verlassen, um in die Weiten Bayerns hinabzutauchen. Mittlerweile wurde das Land auch wieder etwas flacher. Die Rhön hatte ich längst hinter mir gelassen und ich kam bei herrlichem Sonnenschein super voran. Lediglich diese Baustelle bzw. diese
Straßenarbeiten sollten nochmal eine kleine Herausforderung für mich darstellen. Der Tag neigt sich so langsam dem Ende, beziehungsweise eher gesagt, die Strecke. Da muss ich noch so, ich glaube, knapp einen Kilometer, 800 Meter runterfahren. Und dann soll da mein Schlafplatz sein. Oh, war nochmal hart heute. Bisher haben wir 114 Kilometer. Haben wir ordentlich was draufgeschraubt, deswegen nochmal 20 km/h im Durchschnitt. Das nach der wilden Nacht, Leute. Ich hoffe, ich werde heute ein bisschen besser schlafen, beziehungsweise dass sie noch ein bisschen länger ist. Weil morgen ist, glaube ich, nochmal so ein Knüppelstück angesagt. Deswegen, wir sehen uns morgen. Langsam aber sicher neigte sich auch dieser Tag dem Ende zu. Ich genoss vor allem die Ruhe hier oben, oder wie soll ich sagen, hier unten. Gerade in den ländlichen Gegenden von Deutschland merkt man einfach, wie weit weg man vom Schuss und vom Trubel der Großstädten ist. Tag 8 war also auch erledigt. Der Morgen war sicherlich etwas besonders, beziehungsweise unterschied er sich ordentlich von allen anderen. Das Land wurde zunehmend wieder etwas ruhiger, es wurde flacher und es war einfach durch die Landwirtschaft wieder geprägt. Vor allem erfreute ich mich allerdings aber jetzt über meinen Schlafplatz, da die letzte Nacht einfach nicht die beste war auf dieser Tour.